Leise und umweltschonend kommt er daher, der Nissan Leaf. Der japanische Autobauer hatte sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Emissionen zu reduzieren. Mit dem Leaf und dem ENV 200 bietet er mittlerweile zwei Elektrofahrzeuge an, die keine Abgase mehr ausstoßen. Der Nissan ENV 200 ist ein kleiner Kastenwagen oder ein kleiner Bus, der zuletzt in München bei der Elektromesse ausgezeichnet worden ist für das innovativste Elektroauto mit dem eCarTech Award. Beim Leaf sprechen wir über ein Fahrzeug, das das weltweit meistverkaufteste Elektroauto ist. Es wurden bisher 200.000 Leaf verkauft. Seit kurzem gibt es den Nissan Leaf in drei verschiedenen Ausstattungsvarianten und mit zwei verschieden starken Batterien. Die tatsächlichen Reichweiten liegen vollgeladen bei bis zu 250 Kilometer, je nach Batterie und eingestelltem Fahrmodus. Der Nissan Leaf ist angesiedelt im C-Segment in der unteren Mittelklasse und genießt hier ein Alleinstellungsmerkmal. Er ist vom Konzept her ein reines Elektrofahrzeug und ist kein Verbrennungsfahrzeug, das zum Elektrofahrzeug umgerüstet wird. Die technische Ausstattung des Leaf unterscheidet sich nicht zu anderen Nissan-Fahrzeugen. Herzstück ist die neue Nissan Connect EV, welche Autoradio, Navigation und viele weitere Features vereint. Via Internet können sogar Funktionen ferngesteuert werden. Jetzt zum Beispiel im Winter kann ich die Option wie mit einer Standheizung nutzen, dass ich sage, ich heize mein Auto vor. Während ich noch beim Frühstück sitze, heizt der Leaf sich schon mal warm. Genauso wie ich sagen kann, okay, ich steuere meinen Ladezyklus auch über das Smartphone, über die Nissan Connect App, die mit dem Fahrzeug verbunden ist. Somit kann ich sagen, okay, zu welchem Zeitpunkt brauche ich volle Ladung oder einen Teil der Ladung und kann das dann flexibel übers iPhone oder Smartphone steuern. Und sogar die Route fürs Navi lässt sich vorher festlegen und dann ins Auto übertragen. Erhältlich ist der Nissan Leaf unter anderem im Autohaus Harnisch und Schmied in Stadtbergen. Übrigens, Nissan denkt nicht nur beim Fahren an den Umweltschutz, sondern auch beim Bau der Fahrzeuge. Im Nissan Leaf stecken hauptsächlich Materialien, die wiederverwertbar sind. Das sorgt für ein gutes Gefühl und steigert den Fahrspaß.